So, hi. Jetzt möchte ich euch zu guter Letzt noch zeigen, wie man in der Songbox Präsentationen genau erstellt und wie man die dann auch speichern und wieder laden kann. Dazu drücke ich auf die Punkt-Taste hier, um den Konfigurator nach unten zu fahren, und ich dock mir den mal off, wie ich das sonst auch gemacht habe. Dieses Mal drücke ich aber nicht auf den Knopf Dock off, sondern ich benutze die Slash-Taste direkt neben Konfigurator, mit der kann ich nämlich, erscheint auf meinem anderen Monitor immer, den Konfigurator auch abdocken. Ja, okay. Hier ist mein Konfigurator. Ich schiebe es noch ein bisschen hier nach oben. Und jetzt möchte ich vor allem auf diese untere Zeile eingehen. Ganz rechts unten findet man einen Knopf mit Save und einen Knopf mit Load und daneben ein Textfeld. Hier kann ich was reinschreiben. Momentan steht hier drin Introduction. Das ist die Präsentation, die wir gerade eben geladen haben. Die ist standardmäßig, wenn nichts vorher mit der Songbox gemacht wurde, ist die Introduction geladen. Ich möchte jetzt die Session, die ich jetzt mache, die Präsentation möchte ich unter einem neuen Namen abspeichern. Ich nenne das jetzt einfach mal Test 1, 2, 3, weil mir gerade nichts Kreativeres einfällt. Drücke jetzt einfach mal auf Save. Okay. Bis jetzt ist eigentlich noch nichts passiert, außer dass hier unten 1, 2, 3 drin steht. Wenn ich jetzt allerdings einmal Sachen verändere, nachdem ich das gespeichert habe und jetzt auf Load drück, es wird immer das, was hier in dem Textfeld steht, gespeichert oder geladen. Ja, sieht man, hat es mir jetzt wieder den Zustand von eben. Ich kann hier ein Theme machen, drück auf Load. Es ist wieder meine ursprüngliche Präsentation geladen. Okay, jetzt möchte ich euch noch hier diese anderen Sachen zeigen. Ja, ein paar davon habe ich schon mal kurz erwähnt. Zum einen gibt es einen Ordner Saves. Da klicke ich mal drauf, ist auf meinem anderen Monitor erschienen. Hier sieht man, wo das ist ein spezieller Ort in den Tiefen von eurem System, wo Songbox automatisch die Sachen hinspeichert. Die Position kann man so ohne weiteres jetzt leider nicht ändern. Deswegen gibt es aber auch hier die Möglichkeit, direkt dahin zu springen. Und ihr seht, er speichert in einem speziellen Format, das heißt SOL. Und das ist eben ein Flash-eigenes Format, in dem kann man viele Sachen abspeichern. Das verwende ich hier. Und ich zeige euch jetzt nochmal, ich gebe jetzt einfach mal einen anderen Namen ein. Den nenne ich jetzt einfach mal QWERTY, weil mir jetzt wirklich nichts Besseres einfällt. Drück auf Save. Und jetzt ist das da hier auch entstanden. Diese Dateien kann man mit einem Editor zwar lesen, aber man kann die nicht so ohne weiteres verändern. Es gibt spezielle Editoren, aber man kann es natürlich einfach, muss man eigentlich nicht machen. Okay, jetzt sind wir aber gerade hier in unserer Test 1, 2, 3. Das lade ich nochmal und das werden wir jetzt einfach eine Präsentation draus machen, die zum Beispiel eine komplette Celebration sein könnte. Okay, und zwar wir singen als allererstes ein Lied, Alle meine Entchen. Und ich lasse das Songbox-Video als Hintergrund. Danach singen wir noch zwei weitere Lieder, irgendwelche. So, hier Song of Hope. Diesmal möchte ich das auf einer Slideshow. Okay, und danach machen wir eine Präsentation. Ja? Da klicke ich Slideshow und wähle die PowerPoint-Präsentation, die wir vorhin exportiert haben. Und was ich jetzt bis jetzt noch nicht eingestellt hatte, ich klicke jetzt mal hier auf alle meine Entchen. Ich bin jetzt hier in der 1. Ich kann einfach durch einen Klick auf die Zahlen hier, kann ich an die in meine verschiedenen Inhalte klicken. Ich möchte alle meine Entchen in so einem schönen Blauton, weil das soll ausschauen wie der See. Und hier außen habe ich eine grüne Kontur, dass es das auch so richtig hässlich ist. Und mache jetzt einfach mal, um zu zeigen, dass das eben mit gespeichert wird. Alles, was ich hier einstellen kann. So, alles, was ich hier einstellen kann, auch Themes. Ich stelle hier mal unterschiedliche Themes ein. Dann nehme ich hier mal den TV und hier nehme ich keines. Wird gleich mitgespeichert.
Nachdem schauen wir uns noch gemeinsam ein Video an. Und zwar vielleicht mal Mind Show Real. Und im Anschluss singen wir wieder noch ein Lied. Und zwar das vorhin erstellte Lied Turbo. Das Lied ist so toll, da brauchen wir eigentlich überhaupt gar keinen Background. Nämlich mal No Background, ist sozusagen einfach schwarz. Und wir singen das in einem wunderschönen lila Pinkton auf Gelb. So, sag ich mal, das ist doch Turbo. Okay, ich speichere das Ganze jetzt einfach als Test 1, 2, 3. Gut, ich mache jetzt mal das Programm komplett zu. Wenn ich es jetzt wieder aufmache, ist immer automatisch die letzte Präsentation geladen. In meinem Fall also Test 1, 2, 3. Ich drücke auf Slash, um mir wieder mein Konfigurator abzudocken. Und man sieht ihn jetzt auch da hier. Und er hat sich tatsächlich alle Farben gemerkt. Okay, mal angenommen, wir singen jetzt alle meine Entchen. So, schwimmen auf dem See. Haben das irgendwann gesungen. Irgendwann kommt der nächste Song. Tastaturmäßig kann ich im Übrigen auch mit diesen beiden Knöpfen, sofern ich die denn habe, am Laptop sind die nicht dabei, zumindest beim Mac, mit dem hier, sorry, springe ich einfach zu meinem nächsten Inhalt. Ihr seht das hier. Und mit dem oberen kann ich wieder zurückspringen. Genauso einfach kann ich aber hier einfach klicken oder ich gehe über meine Zahlen. Also zum Beispiel zu meinem Turbo-Song komme ich, wenn ich die 6 drücke. Genau, we got the Turbo, da ist er wieder. Okay, ja, so viel eigentlich dazu. Ihr seht, man kann das alles abspeichern und hier in diesem Ordner auch wieder finden. Und diese Datei könnte man jetzt kopieren, auf den Stick ziehen und auf einem anderen Rechner wieder in den entsprechenden Ordner. Es muss aber eben exakt dieser Ordner sein. Reinkopieren und fertig ist die abgespeicherte Präsentation.